So, willkommen und weiter geht's. Wir sind hier immer noch in Little Hope, suchen Die unsere Frau, die aussieht wie anderen ich. Mitspieler. Warum wurde sie so Die behandelt? müssten eigentlich Wirkt wie ein vor uns schlechtes Omen. sein und gar nicht mehr Aber so ich weit passe auf weg. dich auf. Versprochen. Grunde genommen müssen wir auf die andere Truppe treffen. Ich bin mal gespannt, die Frau, die Hoffe, unten, ich kann mich mit wo Angela ich dachte, die wäre versöhnen. verloren, die unten in der Kanalisation ist, Heute ist schon viel wurde ja irgendwann Schlimmeres passiert. ausgeblendet. Ich hoffe, dass die es auch überlebt hat. Wo kommt das her? Weiß nicht. Ja, hier ist so eine Art Grube, ne? Was ist das? Wollen wir hier nicht irgendwie weitergehen? Doch, geht. Komm mal her! Oh ne, ne? Ich ahne Das kann Böses. nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Ach so, okay. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Ich dachte Hey, schon, das wäre die Leiche alles gut. aus der Nichts ist gut. Sieh Kanalisation. doch mal! Diese Sterne da, die habe ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Jetzt hör mir doch mal zu, Mann. Diese Stadt kennt mich. Hey, hey, look at me, look at me. We're getting through this, okay? Together. Oh. Das ist nicht mein Dad. Also helft mir doch. Ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Du stimmst Ehrenwort. mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Das ist Bösen selber Dreck am Stecken, ey. Musst du brennen. Er ist mir so Bitte, unsympathisch. Ich weiß auch nicht, warum. So, haltet ein. Alle spielen echt falsche Spiele. Nein, nein, bitte nicht! Oh Mann. Nein, bitte! Gut, dass das so ein Spiel ist. Für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Okay, dann ist sie nicht ertrunken, sondern wurde verbrannt. Das heißt, sie ist gar nicht das Ding aus dem Wasser, aus dem Sumpf. Das muss dann auch wer anders sein. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, Okay. ich bin ein Ester. Dann verwechsel ich die. Dann ist die Alte, die im See, und Ich sie passe ist auf die, dich die auf. verbrannt wurde. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche. Und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Alter, die Katze. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst! Ah, verdammt noch mal! Ach du Scheiße, was ist das? Das Geile ist das. Los! Schnell! Ah, Scheiße. Mann, kann das nicht mal schneller gehen hier? Oh.
Konzentration. Drücke ich einen Knopf falsch? Was ist das? Scheiße, ja. Siehst du? Oh, zum Kotzen. Komm, helfen. Auch geschafft, sehr gut. Ich will nämlich keinen Charakter verlieren. Auch geschafft, sehr gut. Warte, sie müssen jetzt rennen, die anderen mussten nicht rennen. Dann müssten die sich ja eigentlich wieder treffen. Boah, Alter. Hörst du das? Ah, ist sie das haben, Taylor? Siehste? Hab ich doch recht gehabt. Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein! Warum ist er denn so ruhig? Dann scheint das Biest ja doch in Ordnung zu sein, oder? Er hat damit irgendwas zu tun. So. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Sie finden ja krass, Mist, dass unser Zwischengegner. Zwischengegner, unser Zwischenredner. Komm schon! Dass der gesagt hat, so von wegen, wir hätten keinen Charakter verloren. Das stimmt ja nicht. Hey! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat. Wir dürfen ihm nicht hören. Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Jetzt lass mich rein. Er könnte uns helfen. Ja, das ist eine echt schlechte Idee. Na komm. Was ist hier eigentlich los? Bitte hilf uns hier raus. Wir haben heute eine Freundin verloren und wollen nur hier weg. Klar, klar, verstehe. Ich hole Hilfe. Zeitverschwendung. Das ist seltsam, ne? Wieso ist... passiert ihm nichts irgendwie? Okay, es kann natürlich sein, weil er mit der Gegend nichts zu tun hatte und alle anderen kommen von da. Dieses Biest da draußen. Das wäre eine Theorie. Es spielt mit uns. Was sind die Dinger? Und warum zur Hölle jagen sie uns? Wenn ich das wüsste, dann könnten wir sie vielleicht stoppen. Professor? Ich glaube nicht, wenn die Kirche entweiht ist. Scheiße. Dass die. Das war's. Ja, dass die da geschützt sind in der Kirche. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Sie war da.
schien aber mein Pendant verteidigen zu wollen. Diese seltsame Puppe zu verbrennen, hat wohl nichts gebracht. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Okay, es geht auch um in den Kirchenturm. Was ich krass finde, ich weiß noch nicht genau, was die Kleine für eine Rolle spielt. Ob die gut ist, ob die böse ist. Ich habe immer gedacht, sie wäre gut. Vielleicht ist sie ja gar nicht gut, vielleicht ist sie ja doch böse. Und wir haben die falsche verbrannt damals oder ertränkt. Kleine? Bist du da? Wir müssen aufpassen, nicht, dass da ein Abgrund ist und dann fällt er da runter. Okay, das war nur die Tür, die zugefallen ist, aber wenn du da, sag ich mal, von oben runterfällst, hast du auch ein Problem. Oh Mann, ey. Das ist echt heftig hier. Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Oha. Den Charakter haben wir doch vorhin auch schon als Untoten gesehen, ne? Aufgespießt am Zaun irgendwie. Scheiße, ey. Ich dachte, wir könnten ihm helfen, aber naja, ich hatte keinen Einfluss. Mist. Aber das Mädchen scheint allen die Wahrheit zeigen zu wollen. Das finde ich sehr interessant. Er war genau hier. Ich habe ihn gehalten. Ich hoffe, dass ihr das auch aufdeckt, was mit dem Pastor nicht gestimmt hat. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Na, wenn die Kirche rein wäre, würde das Böse nicht reinkommen. Ja, ganz klar. Es ist da draußen.
Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster Ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Ja. Denkst du, das ist am besten? Ich möchte nicht nur einen Charakter verlieren. Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Finde einen anderen Weg hinaus. Bleibt zusammen. Ah, das sagt sich immer so leicht, ne? Bleibt zusammen. Aber die anderen, die rennen immer. Bewegen sich da lang, wo sie sich eigentlich bewegen sollen. Das sind mehrere. Na, ganz toll. So, unleserlich, lalalala. Pastoren von Little Hope. Ja, einen haben sie gestrichen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Kirche nicht mehr geweiht ist. Niemals. Das muss die... Okay, so. Ein Fenster. Okay, sie haben zwar gesagt, bleibt zusammen, aber... Normal sind die Viecher ja sehr langsam, da kann man auch gut weglaufen, bin ich der Meinung. Wenn einer aber der Nebel mal wieder zurückwirft, kommt es ja nicht vorwärts, ne? Ja, sehr gut. War gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, gut gefightet. Aber da sind ja mehrere gewesen, ne? Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal, wir müssen ruhig bleiben. Nein, wir müssen Taylor retten! Jetzt bloß konzentriert die richtigen Tasten drücken. Taylor! Bist du das? Ich kann nicht sehen! Bist du das? Ich bin hier drüben. Taylor! Na gut. Wäre ich nach links gegangen, hätte es auch schief gehen können. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Bonusinhalt freigeschaltet. Ich bin doch nicht außer Gefahr. Okay.
Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Praktisch, komm. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Komisch, den Busfahrer haben wir immer noch nicht getroffen. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Sehe ich auch so. Aufgeben ist keine Option. Wir werden das schaffen. Ganz sicher. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind. Das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Runter. In Deckung. Es kommt direkt auf uns zu. Sei still. Angela! Alter, sie hat's geschafft. Vorsicht, Kleiner. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst fort. Wie zur Hölle hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja... War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ich helfe dir runter. Hätte ich viel ausgehalten. Ah.
Ah, Scheiße. Los, schnell! Das war aber knapp, ey. Warte! Andrew, hey! Okay, wenn die die natürlich einkesseln und von allen Seiten kommen. Professor? Angela, hallo? Jetzt ist er natürlich alleine. Daniel? Brauchen wir gute Reflexe. Hey! Sie wird sehr konzentriert sein, um ihn nicht zu verlieren. Wo seid ihr, verdammt? Gucken, ob wir es schaffen. Scheiße. Mach, dass sie loslässt. Komm, retten. Nicht geschafft, ne? Wenn ich so oft so doll gedrückt habe, wie ich nur konnte. Ah, jetzt haben wir es gepackt. Scheiße, ist das spannend, ey. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Aber wir haben es geschafft, ihn zu retten und mehrere Personen zu befreien, muss man echt mal sagen. Okay, ist auch gut. Das ist viel da irgendwie Sperrenbaumhaut. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Tolle Weisheit. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Sie sind mutiger geworden und sie können was schaffen. Dass die Dinge und die Menschen König? Nicht König? Ganz das sind, König? Was sie zu sein scheinen. König? Okay. Drei Hinrichtungen, drei gequälte Wesen und keine Seele verloren. Sie machen sich sehr gut. Weiter so. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Das glaube ich auch. Es wird ja nicht besser, ne? Heftig hier. So, Freunde, an der Stelle machen wir aber wieder Schluss. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.